weiterer ganz wichtiger Punkt für euren Tauchgang sind die Unterwasserzeichen. Da gibt es einmal das OK-Zeichen, das dient als Frage und als Antwort. Einmal das Auftauchen, das Abtauchen, es stimmt etwas nicht und Abbruch der Übung. Diese Zeichen sollten euch in den ersten Tauchgängen erstmal begleiten und das sind die wichtigsten Basics, die ihr für das Tauchen braucht. Jetzt müssen wir auch noch mal über die Grundausstattung des Tauchers sprechen, die sogenannte ABC-Ausrüstung. Wir haben hier zwei unterschiedliche Flossen. Du hast jetzt hier eine Hallenflosse und ich habe eine Freiwasserflosse oder eine Außengeräte, eine Geräteflosse. Die Hallenflosse ist ein geschlossenes Fußbett, ne, und wird an die nackten Füße angezogen. Sie ist geeignet für warmes Wasser im Schwimmbecken zum Üben oder hier in unserem warmen Becken hier in der Halle, ist allerdings nicht geeignet für einen See. Auch wenn du weite Strecken laufen musst mit dem Gerät, schweren Gerät auf dem Rücken, ist es besser, wenn du so wie ich hier unten Füßlinge anhast, ne, die Füße schützen vor Steinen, wenn man mit dem schweren Gerät läuft. Und dann trägt man eine Geräteflosse. Man schlüpft hinten in die Geräteflosse rein. An der Seite wird der Clips geschlossen. Hier. Sie wird festgestellt und dann kann man sie zurechtzurren. Der Vorteil der Geräteflosse ist auch, dass sie eigentlich für mehrere Größen passt. Das zweite, was zu unserer ABC-Ausrüstung eigentlich gehört, ist ein Schnorchel. Der ist wichtig, wenn man zum Beispiel im Meer abgetrieben wird, um zurück an Land zu kommen, wenn der Luftvorrat in der Flasche knapp wird. Das ist natürlich bei uns jetzt heute nicht gegeben. Insofern haben wir auf den Schnorchel verzichtet. Aber wir benutzen unsere Taucherbrillen. Die Taucherbrillen sind nicht mehr wie früher. Sie sind aus weichem Silikon gefertigt. Und das Wichtigste an der Taucherbrille schlechthin ist, dass sie einen Nasenerker hat, damit man vorne gut den Druckausgleich an der Nase machen kann, der für uns ja sehr wichtig ist, da eine der größten Probleme beim Tauchen eine Erkrankung der Ohren beim Abtauchen sein kann. Und das ist aus schönem weichem Silikon. Es gibt es in verschiedenen Farben und gehört mit, ist die mit die wichtigste Ausrüstung beim Tauchen. Hältst einmal feste die Luft an, nimmst die Hände weg und die Maske fällt nicht runter, sondern sieht, dass sie am Rand sehr schön schließt und wirklich perfekt passt. Boot Düsseldorf. 360 Grad Wassersport erleben.